und herzlich willkommen zu einem weiteren LEGO Speed Champions Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa mit der Setnummer 75886 mit 179 Bauteilen, einer Minifigur dabei, für die Zielgruppe 7 bis 14 Jahre angedacht seitens LEGO für 1499 UVP. Und wer sich jetzt sagt, ein 488, der war doch neulich schon mal dabei, beziehungsweise ist doch in der Linie vorhanden, das ist richtig, und zwar ist das der 488 GTE, das ist der GT3 GTE. Ob das jetzt hätte unbedingt sein müssen, weil die Fahrzeuge wahrscheinlich, ja doch schon, im Original natürlich nicht, aber ob es jetzt im Speed Champion Style unbedingt, nur bezogen auf die Optiken, das gleich ähnliche Fahrzeug nochmal geben müsste, das werden wir dann sehen. Mit dabei auch noch ein Pokal, sehe ich da hinten. Da und vorne hat man es auch gesehen, da die Dame hat noch einen Pokal. Es ist auch dann keine Minifigur, sondern eine Minifigurin. Man muss ja mal so ein bisschen gendermäßig jetzt aufpassen. Und die Dame ist dann auch obendrauf abgebildet. Da hat sie allerdings dann den Helm nicht auf, sondern dann die Haare. Und wie es bei Lego ist, muss man dann die Haare runternehmen, um den Helm aufzusetzen. Auch bei diesem Set, bei den Ferrari-Sets, ist es ja immer so, dass auch ein Hologramm-Aufkleber mit drauf ist. Das ist wahrscheinlich dann noch mal eine Voraussetzung, dass Lego halt die Ferrari-Sets produzieren darf. So, what's in the box? Die ist verdammt gut verklebt. Die ist richtig gut verklebt. Die ist eklig gut verklebt, dass mir die Packung aufreißt. Na gut. So, hinaus damit. Dazu gleich. Wir haben dabei dann die Tüten. Hier ist keine kleine Tüte mit in der großen Tüte, sondern das ist halt nur die Tüte. Ein paar kleine Teile. Natürlich sehr viel Rot. Und hier nochmal Rot und Weiß, die Hauptfarben des Fahrzeugs. Dann die Grundplatte des Fahrzeugs. Und Felgen, also 8 Stück. Das heißt, es sind auch wieder Austauschfelgen dabei. Darauf komme ich diesmal auch wieder zurück, denn ich habe bei den letzten Reviews nicht so drauf geachtet, auch mal die Felgen zu wechseln, weil ich ja schon einige von den Speed Champion Reviews gemacht habe. Und ja, dann sagt man sich, das wissen die Leute ja eh, was soll ich das machen? Ich langweile die ja nur, mache ich das sowieso schon und muss ja nicht noch mehr sein. So, und dann haben wir hier die Figuren. Erstmal die Figuren natürlich zusammengebaut. Die Anleitung, wollte ich sagen, und dann klöppelt man auch wieder hier das Fahrzeug langsam zusammen. Hier ist dann auch wieder so, dass die Sticker natürlich während des Bauprozesses aufgeklebt werden. Ich werde es wieder danach machen, um halt das Fahrzeug wieder zu zeigen, wie es halt ohne Aufkleber aussieht und wie es mit Aufklebern aussieht. Ja, und so soll er dann am Ende fertig aussehen, was ich mir auch vorstellen kann, dass er das nachher auch wirkt. Und das, da werden wir dann auf Seite 51 für so ein kleines Set, 51 Seiten. Ja, gut. Dann natürlich wieder etwas Werbung für die anderen Sets und die Bauteilliste. Und natürlich dabei nicht zu vergessen bei den Speed Champions der fulminante Stickerbogen. Mit, kurz mal gucken, der wiederholt sich. Nummern gehen hoch bis 24, na gut, 26. Wenn ich den da oben den Doppelten mitzähle. 26. Ja, werden wohl 26 Aufkleber sein. 25, 26. Ja, irgendwie sowas ein Dreh. Auf jeden Fall wohl wieder ausreichend. Okay, ich baue den Wagen zusammen und bespreche dann als erstes wieder die Minifigur. Die Pilotin trägt zwar einen roten Ferrari Overall, doch unterscheidet er sich dennoch, was ich auch dann zeigen werde, von dem, den ihr Teamkollege trug, in dem großen Set in der 75889. Aber im blauen Helm haben sie beide. Sie kann dazu noch den Helm abnehmen und hat auch ein paar Haare dabei liegen. So, im Blond sieht sie dann so aus. Und auf der Rückseite wird der Overall noch ein bisschen fortgeführt. Auch da befindet sich noch ein Aufdruck auf dem Oberteil. So, dann kommen die Haare erstmal wieder runter. Dann bekommt sie ihr Helm wieder auf. So, hier nochmal dann beide Figuren im Vergleich. Und ihr Teamkollege aus der 75889. Da sieht man dann schon die Unterschiede an der Rennkleidung, aber sie tragen zumindest beide auch einen blauen Helm. So, dann ist dabei der kleine Pokal. Ja, zusammengesetzt aus einer kleinen Satzschüssel, einem Pokal, also einem Becher,
im Klarsicht, einem Klarsicht-Minifigurenkopf und einem Rollschuh und schon hat man einen kleinen Rennpokal. Die Innenseite und das Fahrzeug. Hier jetzt erst nochmal ohne Sticker. Sicherlich lässt er sich auch ohne Sticker wieder verwenden. Allerdings hat er auch keine gebauten Frontleuchten. Dass also da vielleicht die beiden Aufkleber draufgeklebt werden müssten. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wie es jedem gefällt. So soll er es auch tun oder sie es auch tun. Und das Fahrzeug, so wie er dann beklebt aussieht, im Vergleich dann dazu. Da sind also schon einige Sticker wieder dabei. Aber ich finde, um diese Rennoptik zu erzeugen, halt, dass es wirklich besser aussieht, wenn man die Aufkleber anbringt. Aber wie gesagt, man kann auch jetzt die Serie nicht jemanden, dem das halt zu viel ist, mit dem ganzen Bekleben natürlich auch nicht schön reden. Wer die Serie hasst, der hasst sie halt. So, ich kann das Fahrzeug nur beurteilen, wie es halt sein soll. Und das mache ich auch. Ja, und das ist er. Ich finde den so gesehen recht interessant. Allerdings trotzdem fraglich, warum ein Fahrzeug, was schon rausgekommen ist, oder warum ein Fahrzeug doppelt rauskommt. Die Fahrzeuge unterscheiden sich jetzt wirklich nicht großartig voneinander. Da sind also ein paar Details. Okay, der hat hier einen Silberbarren auf dem Dach. Dann hinten am Spoiler sind hier so ein paar Unterschiede. Hier ist er eckig, hier sind halt die Pizza-Ecken verwendet worden. Im Türbereich sieht er etwas anders aus. Dann hat er hier zwei, also vier Noppen. Und der hat dann nur zwei Noppen. Die Rückleuchten, der eine hat Endrohre, der andere nicht. Oder hat er auch Endrohre nur in schwarz? Ich habe es ja nicht gesehen. Nee, der hat keine. Die Rückleuchten sind etwas anders aufgebaut. Und zwar auch die einmal einer Rundplatten in Klarsicht rot. Aber das Unterteil ist hier halt eckig und da gerundet. Ja, es sind so Feinheiten. Und gut, okay, der ist halt viel blau gebaut und der ist halt komplett rot. Ja, nicht komplett rot, also ein paar weiße Teile oder schwarze Teile auch, aber im gesamten die Karosse ist dann halt da komplett rot. Ja. Ansonsten kann man bei den vier Dingern natürlich auch wieder das Dach abnehmen. Da sind dann wieder, ist ein bedrucktes Bauteil zu sehen, das Cockpit. Und man kann natürlich da auch die Minifigur reinsetzen. So. Und da es bei dem gepasst hat mit der Minifigur, denke ich mal, dass es hier auch keine Probleme macht. Ja, sieht auch wieder gut aus. So, das Ding hier nochmal ausgerichtet. Und sie hat also genügend Platz auch nach oben hin. Dann, was dabei ist, das habe ich letztes Mal gar nicht so erklärt. Hätte ich es gemacht, wäre ich wahrscheinlich auch auf den Gedanken gekommen, das eine Teil mal zu testen, was bei der Ferrari-Garage mit dabei war. Und zwar sind das halt die Radkappen. So. Da muss man halt blöderweise dann immer dieses Ding noch raus, den Stift wieder rauskriegen. So, geht auch. So, und dann kann man nämlich mit dem Werkzeug, was dabei liegt, mit dem Schraubenschlüssel, jetzt habe ich den Porsche-Schraubenschlüssel, der Porsche hat nämlich einen silbernen, alle anderen Sets haben schwarze. So. Das Ding halt raus. Und eine andere rein. Achse wieder rein. Wo geht's hin? Da geht's hin. Und da kann man da noch Felgen tauschen. Das ist also bei jedem Speed Champion Fahrzeug, was über Felgen verfügt, oder Radkappen verfügt, sind halt immer 8 Stück bei in zwei verschiedenen Ausführungen. Ist eine ganz nette Geschichte. Erhöht auf jeden Fall nochmal den Spielwert, wenn man da so ein bisschen noch am Räder tauschen ist oder unter den Modellen halt, unter den Fahrzeugen. Ein Ding rauszubekommen, das ist immer ein bisschen doof. So. Kann man auch unter den Fahrzeugen natürlich noch austauschen. Vor allem bei dem Fiesta waren ja welche in Weiß dabei, die man auch wieder für ein anderes Fahrzeug nutzen kann. Aber ansonsten auch wieder eine schicke Umsetzung, aber viel erzählen muss ich zudem nicht. Denn, wie gesagt, ist baugleich mit diesem hier und in die Kurve gehen darf man nicht, dann fällt mich der Spoiler runter. Der sitzt ein bisschen lose, merke ich gerade. Aber gut, hat ja auch keinen Fahrer. Ja, dann ist dann wieder vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Interesse an dem Fahrzeug, an dem Set. Und würde mich natürlich auch freuen, jetzt suche ich gerade die Figur. Ach ja, die sitzt da drin. Aha. Würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann und